Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Hellblade. Sinnoh Sacrifice und ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Ah, da geht eine Brücke auf. Ich werde dich töten. The same mistake that killed him in the first place. Whoa. I'm trying to save you from yourself. Bring mich nicht um, du Arsch. There is a lie. The plague of darkness. The butchering of the Yamana horsemen. You saw it yourself. Was hab ich gesehen? Tell everyone I was cursed. I believed you. Tell me, Senua, where is Dillian's soul if the darkness is a lie? How you saved him? Du siehst furchtbar aus, Senua. He's here. I know he's here. Dann rette ihn, Senua. Nimm das Schwert. Dillian, I know you're here. Hold on. Oh, jetzt muss ich den Monster nochmal besiegen. Verdammtes Finsternis-Monster. Scheiße. Verdammt. Stirb, du Vieh. Scheiße. So ist es eigentlich nicht gedacht. Was? Du bist jetzt aus der Finsternis wieder erwacht, oder wie? Was bist du jetzt? Bist du Arzt? Bist du dieses Vogelvieh? Ich krieg dich. Scheiße. Steh auf, Senua. Ich krieg den. Ich krieg den. Scheiße. Stirb. Au. Jetzt seid ihr zu zweit gegen mich. Scheiße. Das ist nicht gut. Der Feuertyp auch noch. Geh weg. Shit, ich wollte unter dem durchrennen, aber da war ich zu langsam. Kann nicht mal einer von euch weggehen? Hey! Jetzt bist du wieder der Vogelmann. Stirb, Vogelmann. Scheiße. Stirb, Vogelmann. Komm schon. Wie soll ich dich klein kriegen? Oh. 2 gegen 1 ist sowas von unfair. Wieder das wieder. Oh. Dann muss ich zuerst besiegen. Den Feuermann. Stirb, Feuermann. Ich weiß nicht, was ich tun soll, genau. Du bist down. Dillian! Okay, ich muss nur den Feuermann töten. You're trying to trick me again with your lies. I know he's here.
You took him from me! You have him! Dillion is gone. Dillion is dead. Let him go now. Da bist du. Or what? What can you do to me that you haven't already? Komm schon. Fight me! Oh. Come on! Nicht alle auf einmal. You betrayed your own father. You betrayed the gods in search of him. Watch out. In search of love. Look where that's got you. Let go of the battle. Let go of redemption. Ich würde Dillion. Watch out. Of Dillion. Scheiße. Don't let your darkness hurt anyone else. Ich. Was ist jetzt? Lass mich und meine Dunkelheit. Ein nach dem anderen werde ich töten. Ja, du musst natürlich zuerst gegen den Großen gehen. Na, ist ja klar. Ist ja klar, dass du erst den Großen besiegen musst. Jetzt bist du dran. Noch ein Großer. Wie viele wollen euch wollen kommen? Scheiße. Ich krieg das hin. Ich hasse diese großen Typen. Ich. Hey! Wo bin ich jetzt? Ich kann den anderen nicht angreifen, solange diese Typen da sind. Ich bin da drin. Ich bin in den Typen drin, Scheiße. Steh auf, Senua. Go of Dillion. Let go of your battle. You're killing yourself. Ich töte mich selbst nicht. Ich töte die Dunkelheit. Hoffentlich. Ich töte alle. Auch dich, du Riesenvieh. Alle. Alle. Du bist auch Geschichte. Ey, was ist? Scheiße. Ist wieder ein Großer? Nein, ich lasse nicht los. Da bist du. Du bist auch scheiße. Du bist kein Problem. Du eigentlich auch nicht. Du auch nicht. Kann ich nicht den Typen da? Du bist auch kein Problem. Autsch. Ich krieg euch schon alle klein. Ja, ist super, dass ihr mich alle warnt und so. Muss ich sterben? Überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich sterben muss. Ich will nicht sterben. Ich will die Typen besiegen. Ich will einfach alle besiegen. Bevor ich gegen dieses Monster antreten kann. Du bist auch ein Monster. Du bist zu stark. Shit. Au. Du hast mitgedacht, nicht wahr? Autsch. Nein, ich lass nicht los. Ich. Au. Au. Bin ich jetzt tot? Okay. Musste ich sterben? Ich musste sterben. Offenbar musste ich sterben. Das ist nicht cool.
Das ist gar nicht cool. Verdammt. Senua, komm schon. Senua. Steh auf, das schaffst du, komm schon. Du musst es tun. Lass sie Delia nicht nehmen, nein. Oh Scheiße, das Schwert. Nein. Nein, 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 nein. Senua, komm schon. Reiß dich zusammen. Das ist nur die Dunkelheit, die dich hinter das Licht führt. Senua? Stirbst du jetzt? Ich glaube schon. Du siehst ziemlich ungesund aus. You're alive. And there's no doubt. But you never took him from me, did you? Ja. And I can't save Darian. Das siehst du richtig. Das siehst du genau richtig. Das ist scheiße, aber... Das ist wohl so. Niemand kann Delian retten, er ist tot. Spinnst du? Was ist daran so lustig? After all you've done to me and to him? Ja, sie glaubt es nicht. You're not a liar, but you're a liar. You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know it. I know you have him. Wieso sollte die Dunkelheit Delian haben? Wenn es die Dunkelheit gar nicht geht, doch. Offenbar gibt es die Dunkelheit doch. Das versteht doch keiner, was das Mädchen überhaupt will. I'll give you my life. That's what you want, isn't it? My soul. Denkst du, sie wollen das? Take it. I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok. Vielleicht wollen sie ihn gar nicht freilassen. Vielleicht wollen sie dich nicht. Weil du zu naiv bist. Zu verdorben. Zu komisch. Gibst du auf oder kämpfst du weiter, Senua? Na? Entscheide dich.
no power over me. Das siehst du richtig. Komm schon, kämpf dagegen an, Senua. Autsch. Das tat bestimmt weh. Okay. Das ist seltsam. Sie konnte ihre Aufgabe nicht erfüllen. Ihre Lebensaufgabe. Delian zu retten. I learned the hard way to not be afraid of death, Senua. Because a life without loss is one without love. Das ist wohl wahr. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows, until all you can see is darkness. Das ist gut gesagt, Delian. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness. Das ist wohl wahr. Wenn der Tod da ist, kann man ihn nicht mehr abwenden. Dann musste man sich damit abfinden. Nicht wahr, Delian? Was machst du jetzt damit? Und wer oder was bist du? Überhaupt? Ich habe so viele Fragen. Ich bin verwirrt. Ja, du bringst Stillion zum Licht. Nicht mehr zum Schatten. Es ist ja wieder im Schatten. Das ist nicht gut. Es ist ja wieder im Licht. Das ist besser. Aber für mich sieht das wieder aus wie Senua. Oder nicht? Oder ihre Mutter, die verbrannt ist? Das ist die Frage. Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic. Like a wave from the ocean. Only to return to the sea. Tschüss, Delian. Mach's gut. Goodbye, my love. Er hat sich mit seinem Tod abgefunden. Endlich. Do not mourn the waves. The leaves and the clouds. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. Das ist wohl wahr. Man sollte sich immer an den schönen Dingen des Lebens erfreuen. Auch wenn es einem nicht so gut geht, auch wenn das verdammt schwierig ist manchmal. Und Senua hat es geschafft, ihre Dunkelheit zu besiegen. Ihre Trauer über Delians Tod. It feels
Aber die Stimmen sind immer this noch da. This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. Oh ja? Was denn? My friend. Go with her. This now will be your story to witness. Okay. Goodbye. Tschüss. Okay, okay. Das war ein Spiel. Das... Hey, Maus, geh weg. Sorry. So. Ist weg. Okay, Leute. Das war's. Mit Hellblade Senua's Sacrifice. Und ich muss sagen, das Spiel war... wie will ich das sagen? Ja, besonders. Weil von der Story kriegt man nicht viel mit, so... während des Spielens. Aber ich glaube, dass Senua einfach ein paar kleine psychische Probleme hatte und deswegen wahrscheinlich von ihrem Vater verstoßen wurde oder vielleicht sogar gequält, ich weiß es nicht. Und der ihr angeredet hat, dass sie nie nach draußen gehen soll, weil sie die Welt da nicht versteht. Und dann hat sie halt diesen Dillion kennengelernt, der halt ihr Hoffnung gegeben hat, der versucht hat, sein normales Leben mit ihr zu führen. Und mit ihm wollte sie ja sogar weggehen. Bis er dann wahrscheinlich in einem Krieg oder was das auch war von Plünderern oder wen auch immer getötet wurde, denke ich mir mal. Und dann wurde sie halt von der Dunkelheit übermannt. Und ja, dann sind wahrscheinlich wieder ihre Probleme durchgebrochen. Und ja, sie hatte halt Probleme mit der Realität wieder. Sie hat halt gedacht, dass sie irgendwie Dillion retten muss, dass sie ihm helfen kann, dass er nicht mehr tot ist. Aber dann hat sie sich daran erinnert, was er ihr mal gesagt hat. Und dass sie loslassen muss, dass sie nicht nur die Dunkelheit sehen soll. Denke ich mir mal, ich weiß es nicht. Ich meine, es ist ein Spiel, das sich mit psychischen Problemen auseinandersetzt. Und damit kenne ich mich halt nicht aus. Deswegen will ich auch da nicht zu viel hineininterpretieren. Ich meine, es ist ein interessantes Spiel. Aber die Story kommt halt ein wenig zu kurz. Ich meine, das Kampfsystem ist genial, es ist cool. Es ist auch interessant mit diesen... dass man ein bisschen über die nordische Mythologie was erfährt. Oh ja. Aber es ist halt extrem kurz. Deshalb ist es wahrscheinlich nur als Download-Titel rausgekommen. Ich werde mich dann mal noch informieren, was es da mit dem Spielhintergrund genau auf sich hat. Das könnt ihr ja auch tun. Weil es ist schon ein bisschen seltsam. Es ist nicht so ein typisches Spiel. Es ist ein tiefgründiges Spiel, das sich mit dem Tod eines geliebten Menschen auseinandersetzt, denke ich mir mal. Darum geht es. Dass wir Menschen eigentlich keine Angst haben sollen vor dem Tod, sondern dass wir uns einfach damit abfinden müssen. Weil so wie Dillion gesagt hat, ein Leben ohne Dunkelheit, hat er glaube ich gesagt, ist ein Leben ohne Liebe. Und das ist so. Und das ist ziemlich interessant. Ja. Also mir hat das Spiel eigentlich Spaß gemacht. Es war zum Teil ein wenig frustrierend, als die Stimmen ihre Klappe nicht halten wollten. Aber sie haben mir auch geholfen beim Kampf. Das finde ich praktisch. Und ich hoffe, dass jetzt Senua mit sich im Reinen ist und mit ihrem Leben.
und endlich von vorn anfangen kann. Und es kommen viele Namen, obwohl das die Musik zu Ende ist. Wie viele wollen denn da nachkommen? Es ist offenbar ein sehr komplexes Spiel. Ein kurzes, aber komplexes. Ja, das scheint das Ende. Psychischen und seelische Probleme, ja. Damit kenne ich mich halt nicht aus, das hatte ich zum Glück noch nie. Und alle, die das haben, sollen sich Hilfe holen. Bitte. Gut, das war ein ernstes Spiel. Vielleicht kommt nächstes Mal wieder was Schöneres. Hoffentlich doch. Neben Final Fantasy natürlich, das geht noch ein Weilchen. Und ich warte mal ab, vielleicht geschieht noch was. Nein, das war's. Das war Hellblade Senua's Sacrifice. Ich danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Und ihr könnt mir ja sagen, was ihr denkt, was mit Senua los war oder warum das Spiel überhaupt existiert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Bis dann, Leute!